Ein wenig verrückt, doch ziemlich erfolgreich. Sie waren psychisch auffällig, wurden auch als Irre bezeichnet. Trotzdem, oder vielleicht gerade deswegen, haben es diese Wahnsinnstypen ganz nach oben geschafft. Anfang des 20. Jahrhunderts Henry Ford in den USA. Der Ingenieur revolutioniert die Autoindustrie. Fließbandarbeit par excellence, die Produktion billiger denn je. Seine Autos erstmals für alle bezahlbar. Und seine Arbeiter lässt er nur 5 Tage die Woche schuften, bezahlt relativ großzügig. Doch er ist kein Wohltäter. Ford liebt die totale Überwachung. Spitzname: Diktator von Detroit. Eine eigene Abteilung weiß alles über seine Arbeiter, was sie essen, wie sie leben. Ford kontrolliert und manipuliert, wie man es von Psychopathen kennt. Nachkriegszeit in Deutschland. Theo Albrecht ist einer der Mitbegründer des Discount-Supermarktes Aldi. Jeder soll von nun an selbst zugreifen, weniger Verkäufer, die Ware billig. Ein erfolgreiches Konzept. Der Reichtum von Theo Albrecht wächst und wächst und wächst. Trotzdem ist Albrecht fanatisch sparsam, geradezu geizig. Wehe, einer bestellt zu viele Kugelschreiber und benutzt Papier nicht beidseitig. Einfühlen in die Mitarbeiter, Fehlanzeige. Und als er einmal entführt wird, will er gezahltes Lösegeld sogar von der Steuer absetzen. Der Sparwahn hinterlässt marode Filialen. Erst nach seinem Tod trauen sich die Manager zu renovieren. Und heute tummeln sich die Verrückten im Silicon Valley. Elon Musk schickt Reisende demnächst per Rohrpost um die Welt, im Hyperloop. Und aus Angst vor der Welt will er dann den Mars besiedeln. Für ihn und für die Mitarbeiter gilt nur eine Regel: Business first. Zeit mit der Familie, erst wenn das Unternehmen pleite ist. Der in Südafrika aufgewachsene Musk ist ein Hitzkopf. Seine cholerischen Tweets bringen die Börsenkurse seiner Firmen schon mal ins Wanken. Als Kind war Musk abgeschottet. Einige sprachen von autistischen Zügen. Und, was fällt auf? Verrückte Unternehmerinnen scheint es kaum zu geben. Es sieht fast so aus, als sei der Wahnsinn männlich.